Herzlich willkommen zum heutigen Lehrvideo mit dem Thema Beendigung der pauschal dotierten Unterstützungskasse. Und was ich mit diesem Video zeigen wollte, ist vor allem, welche Auswirkungen hat es steuerlich, wenn die Unterstützungskasse beendet wird. Weil das ist ein Fakt, der in den meisten Berechnungen der Marktteilnehmer so nicht enthalten wird. Der wird verschwiegen, der wird verheimlicht. Die Berechnungen sind intransparent und gerade diese ganz wichtige Funktion zeigt sich in den meisten mir bekannten Berechnungen nicht. Pauschal dotierte Unterstützungskasse funktioniert grundsätzlich bei jedem gleich. Man kann halt nur falsch darstellen, wenn man das gern möchte. Und was wir tun, liegt vermeiden und auf höchste Transparenz achten. Mit Beendigung ist hier nicht gemeint ein Wechsel des Durchführungswegs auf Pensionsfonds, auf Liquidationsdirektversicherung und solche Dinge, was man natürlich auch die pauschal dotierte Unterstützungskasse beenden kann. Mit Beendigung meine ich hier, wenn alle Mitarbeiter im Ruhestand oder verstorben sind, das heißt, wenn das Ganze zu Ende ist. Wir berechnen immer ein aussterbendes Versorgungswerk, ein Versorgungswerk, das sich irgendwann auflöst, um einfach die Beendigung als die schwierigste Zeit schon drin zu haben und antizipieren und in der Berechnung drin zu haben. Und was zeigt sich da, was ist hier in der Berechnung ganz wichtig? In der ersten Tabelle sieht man die wirtschaftlichen Auswirkungen der Unterstützungskasse. Da zeigt sich die Darlehensänderung und letztendlich ganz wichtig das tatsächliche Vermögen der Unterstützungskasse. Und was man hier schon sehr deutlich sieht, wir haben hier ein tatsächliches Vermögen von 1,43 Millionen Euro. Und diese 1,43 Millionen Euro sind ja irgendwann mal steuerlich verarbeitet worden, sind dann als Vermögen in der Unterstützungskasse, hier in unserem Fall, sind als ausgereichtes Darlehen und dann als Darlehensforderung in der Unterstützungskasse. In der zweiten Tabelle sieht man dann den Liquiditätsverlauf im Unternehmen und auch hier ist am Ende eine ganz besondere und ganz wichtige Zahl vorhanden, nämlich hier eine Steuersparnis, und zwar eine negative Steuersparnis von 424.000 Euro. Und was heißt negative Steuersparnis? Eine negative Steuersparnis heißt natürlich eine Steuerzahlung. Also da fallen irgendwann Steuerzahlungen an. Und das ist ein Moment, das einfach nicht berücksichtigt wird häufig. Wenn ich zum Schluss noch 1,43 Millionen Vermögen habe und sage, okay, die 1,43 Millionen kehre ich wieder an das Trägerunternehmen aus, weil ich keine Verpflichtung habe, aber Kassenvermögen und führe es zurück, weil ich auch zurückführen darf, wegen Überdotierung zum Beispiel, dann sind natürlich diese 1,43 Millionen zu versteuern und zwar mit 30% gerechnet gibt es halt hier diese 424.000 Euro, die Steuer, die anfällt und letztendlich dann auch eine Liquidität, die abfließt. Und wo sieht man das noch in der Berechnung? Die Liquiditätsänderung, das ist die Spalte von vorn. Hier sieht man die Liquiditätsänderung im letzten Jahr, wo der letzte Mitarbeiter seine letzten Renten bekommt, bis er nach unserer Berechnung mit 86 Jahren verstirbt. Und hier natürlich auch die Steuerersparnis. Im Jahr vorher haben wir, wenn wir das Ganze mit 2,98% jetzt die Verzinsung geschafft haben, das braucht dieses Unternehmen, haben wir hier noch 446.000 und dann gehen halt hier diese 424.000 weg, es kommen ein paar Zinsen drauf und dann geht es mit dem letzten Rentner 0 auf 0 auf, wenn alle exakt mit 86 Jahren versterben. Es ist eine Größe, die man einfach wissen soll, ein Punkt, weil es Ihnen ganz oft passieren kann, einer sagt, was bedeutet diese Zahl, warum haben wir hier so ein großes Minus? Ganz einfach, das Minus haben wir, weil hier Steuerzahlungen fällig werden. Und ähnlich ist natürlich auch bei der zweiten Berechnung Anlage der Liquidität bei Kostenübernahme durch das Unternehmen. Auch hier haben wir natürlich die Liquiditätsänderungen, die weggeht und habe hier auch natürlich die große abfließende Liquidität und auch hier geht es uns dann relativ 0 auf 0 das Ganze aus. In dem Fall mit einem Zins von 2,64% und ich verweise hier auf das Video, die relativen Kostenbelastung erkennen, 2,98 mit minus 2,64% gibt also
0,34% relative Kostenbelastung. Also ich muss also 0,34% Zins mehr erwirtschaften, wenn ich nicht bereit bin, Verwaltungskosten oder Einrichtungskosten und so weiter zu bezahlen. Ja, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei den nächsten Lehrvideos.